Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Planet Zoo mit dem Europa-Paket. Ich war im Off ein bisschen fleißig und habe erneut den Stall einmal ausgemistet, habe mich von einigen Tieren getrennt, so zum Beispiel die Tiere im Handelszentrum, mit denen ich nicht weiterzüchten wollte, und natürlich auch die Tiere, bei denen noch Inzuchtpotenzial da war. Dabei habe ich gesehen, dass bei den Dachsen eine reine Herrengesellschaft zugegen war. Da habe ich noch ein Mädel gekauft, das ist jetzt auf dem Weg ins Gehege und dann kann es da auch wieder weitergehen mit der Zucht. Im Allgemeinen würde ich mir wünschen, dass ich natürlich am Ende einen Zoo habe, in dem alle Tiere die höchste Attraktivitätsstufe haben. Langzeitprojekt interessiert uns heute nicht unbedingt, denn wir machen weiter mit der letzten Tierart, die das Europa-Paket mitbringt. Wir sind im Vivarium und da ist der Feuersalamander zu Hause. Gucken wir uns einfach mal an, was in der Zoopedia zum Feuersalamander steht. Viel ist es natürlich nicht, da sind ja immer weniger Infos als bei den Gehegetieren, aber es gibt ein schönes Bild und... Jo, wir haben ein Verbreitungsgebiet in Europa von Westen bis Osten, von Süden bis in die Mitte, nur im Norden fehlt er. Temperatur, relativ einfach einzustellen im Vivarium, Feuchte auch, gibt hier nicht viel zu sehen. Gruppengröße 1 bis 6 Tiere ohne Jungtiere und da haben wir doch alle 22 Monate die Chance auf 1 bis 3 Tiere. Gibt also wieder einen kleinen Geldsegen mit dem Vivarium und da würde ich sagen, wir legen doch mal los und bauen das Ding irgendwo hin. Und irgendwo heißt, ich gehe jetzt natürlich auf euren Tipp ein und suche mir hier so eine Schlucht an der Seite, wo wir es hinbauen könnten. Und hier wäre natürlich ein schöner Ort, theoretisch, denn wir würden hier diesen Gang auch ein bisschen mehr beleben. Aber ich möchte jetzt ungern hier irgendwie ein Loch in den Berg schlagen. Von daher gehe ich einfach mal weiter in diese Richtung, denn hier flacht der Berg ab. Und da können wir bestimmt was hinstellen. Und vielleicht noch einen Laden daneben oder sonst irgendwas. Hier wird ein Steinbock erwachsen. Ich erwarte wahrscheinlich gleich wieder irgendwelche Kämpfe. Geschlechterverhältnis, Alpha-Status, irgendwas wird schon wieder kommen, da bin ich ganz sicher. Okay, der Weg, der muss erstmal weg, denn der ist mir ein bisschen zu, ja, hügelig, würde ich sagen. Und wir checken jetzt einfach mal, ob wir das ein bisschen begradigen können. So. Ihr seht schon... Da müssen wir mal ein bisschen grober ran, als so mit dem Glättenwerkzeug. Hier ist doch eine ganz schöne Welle. Und da gehen wir mal, das sieht ganz gut aus. 30% auf Größe 9. Das könnte schon ganz gut klappen. Hier am Rand kommt ein bisschen was weg. Hier ist auch nicht so toll. Ja, ne? Haben wir so ein paar Bodenwellen. Die müssen wir irgendwie mal auffüllen. So. Hier nochmal. Da nochmal. Das sieht schon mal fast gut aus. Ich würde sagen, den Rest probieren wir mal mit dem Glätten. Vielleicht klappt das ja, ne? Also... Größe bleibt. Wir gehen hier mal auf 100%. Ja, bis jetzt war Ruhe bei den Steinböcken. Jetzt kommt aber Nikolin. Das war ja auch noch eines der Männchen. Und da erwarte ich jetzt natürlich schon irgendwelchen Ärger. Ich glaube, das ist noch nicht gut hier. So, machen wir das nochmal. Ja. Wir schauen uns das mal mit Weg an, würde ich sagen. Und den müssen wir breit machen. Und den müssen wir auch lang machen. So. Der war auf Abflachen. Das hat man gleich gesehen. Guckt mal hier so ein bisschen. Bisschen schräg ist es noch. Aber das ist in Ordnung, das lassen wir jetzt so gut sein. Und dann checken wir mal, ob hier ein Vivarium hinpasst. So, dann nehmen wir kein fertiges. Oh, was ist hier los? Ernährungszustand, Qualität der letzten Mahlzeit. Ja, was war da jetzt so schlimm? Oh, 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 oh. Oh, da haben wir was vergessen. Notfall, 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 Notfall. Habt ihr es gesehen? Ich mache es einfach ganz schnell und dann ist es auch erledigt.
Und zwar brauchen wir eine Wasseraufreinigung. Die muss einfach mal hier nebenhin. Da ist die Schalttafel. Dann einen Mitarbeiterweg. Und jetzt hoffen wir mal, dass die Reichweite ausreicht. Nee, oder? Ist ja nicht zu fassen. Muss denn das Ding hin, dass das geht? Ja, auf die Seite. Okay, machen wir. Dann bauen wir das gerade zurück. Und probieren es hier nochmal. Wo ist denn hier bitte? Da ist das Ding. Das Ding. Und der hängt wo fest? Das müssen wir jetzt auch nochmal sehen. Also installiert ist es, aber nicht so richtig gut. Und nochmal weg. Irgendwas ist hier ein bisschen komisch, oder? Ich wollte doch eigentlich heute was anderes machen. Aber irgendwas ist ja immer hier. Vor allen Dingen ist hier erstmal eins, und zwar ein Loch. Das gefällt mir jetzt auch nicht gut. Oh, jetzt geht's los. Jetzt kommen die Kämpfe auch noch dazu. Was ein Stress gerade, was ein Stress. Also, nochmal das Ding. Hier in die Baugruppe. Jetzt machen wir das Loch wieder zu, sonst haben wir gleich noch einen Fluchtalarm hier. Okay, das haben wir. Jetzt noch einmal checken, hier wird gereinigt, das ist alles gut, hier auch. Einmal durchatmen. Was haben wir denn noch? Alpha-Status, da haben wir die Kämpfe. Ja, und bitte Aktivisten, ihr könnt jetzt gehen. Wir brauchen euch hier nicht. Steinböcke, wen haben wir denn hier? Unser Albert-Tierchen hier, unser aktuelles, kommt wahrscheinlich in die Kiste. Ja, der ist weg. So. Checken wir nochmal. Gut. Dann haben wir auch keine Probleme mehr. Außer vielleicht jetzt mit der Inzucht, das müssen wir klären. Alles gut. Kann weitergehen. Wo waren wir? Vivarium. Genau. Hier verliert man ja total den Faden. Also, da irgendwie ein Vivarium hinfummeln. Und ich wollte, glaube ich, sagen, dass ich keines der fertigen aus dem Europapark nehmen will. Denn die wirken zu städtisch und hier ist mir noch ein bisschen zu bergig dafür. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal, wie wir selbst eins auskleiden oder schmücken oder was auch immer. Das Gelände muss abgeflacht werden. Wir wollen ein bisschen auf die gleiche Höhe hier. Ungefähr so. Jawohl. Jetzt kommt noch ein Weg dran. Lassen wir mal auf der Länge. Ah, machen wir mal so. Und der Winkel. Das ist natürlich jetzt die spannende Frage. Wie machen wir das? Wir machen, passt auf, einmal den hier und dann machen wir das so. Und dann kommen wir nicht mehr auf die Höhe hier. Doch, gerade so. Und hier machen wir es genauso.
Und jetzt kommen wir nicht mehr runter. Okay, so würde das gehen, aber hier ist auch wieder so ein kleiner Hügel. Jetzt will sie nicht mehr weg. Die Straße, genau. Machen wir nochmal weg. Machen wir nochmal hier eine glatte Glättung. Machen wir hier doch glatt nochmal eine Glättung, ne? Jetzt wird's schlecht. Jetzt werden die Sprüche schlecht. Also. Einmal. So können wir es lassen, oder? Das sieht nicht ganz symmetrisch aus, wenn ich ehrlich sein soll. Ist aber auch in der Tat ein bisschen schwierig hier mit dem Land, so wie es ist. Fällt mir noch nicht ganz. Hier müssen wir insgesamt noch mal ein bisschen glätten. Wenn ich immer diese Notwendigkeit finde, gell? Wenn man das will, dann findet man auch was zum Glätten. So, also. Nächster Versuch. Jetzt noch mal Länge 2. Abflachen ist weg. So. Ah. Damit können wir leben. Kein Strom und leer. Gegen leer können wir was machen. Gegen Strom hoffentlich auch. Es tut mir leid. Es tut mir wahnsinnig leid, Leute. Mit sowas kann ich echt nicht umgehen. Okay. Irgendwas rebelliert in mir, wenn ich sowas sehe. Okay. Besser, aber noch nicht perfekt. Also, Strom. Könnten wir doch irgendwo in den Berg hier reinbauen, denn hier haben wir ja auch schon irgendwie so ein paar Gebäude stehen. Ich bin fast am Überlegen, ob wir hier einen Abzweig machen. Aber der ist mir zu weit vorne, das sieht irgendwie blöd aus. Wir machen den von hier oben. Ja, machen wir. Müssen aber ein paar Stockwerke runter, denn ihr habt gesehen, da sind die Schienen der Bahn und da müssen wir drunter durch. Insofern probieren wir es jetzt einfach mal so. Wir gehen mal auf Tunneln. Ah, da wollte ich hin. So. Nee, wir tunneln noch nicht, wir flachen erst einmal ab. Und dann tunneln wir, ne? Genau. Und jetzt gehen wir mal 3 Stockwerke runter. Und schauen mal, ob wir irgendwie unter den Gleisen durchkommen. Halten jetzt vorne mal so ein bisschen hier Kurs. Jetzt wird's hell. Warum? Ja, wir kommen aber durch. Gucken, ob wir es schon haben. Ja, wir haben es geschafft. Perfekt. Jetzt dürfen wir gar nicht mehr so weit rüber gehen. Passt mal auf, wir machen das mal anders. Wir gehen hier mal nicht mit Tunneln weiter, sondern machen das rückgängig.
Wollte eigentlich hier heute noch zu Vivarium kommen, ne? Kleine Details. Plan ist da, um gebrochen zu werden. So, und wir machen hier mit Abflachen weiter, ne? Und damit es jetzt schneller geht, wir wissen ja, dass es klappt, machen wir hier einen Fünferweg. Noch einen. Und dann sind wir doch da, wo wir hinwollen. Komm, top, wir machen es jetzt bis da hinten. Das war ein kleines Stückchen zu weit. Aber dann haben wir hier auf jeden Fall noch die Möglichkeit, weitere Versorgungsgänge und sowas zu bauen. So ist das gut. Und da wird es nicht mehr dran passen. Wir schauen mal, ob es geht oder ob wir irgendwie nach außen durchbrechen. Ja, ne? Schon gelaufen, das Thema. Geht's hier? Könnte klappen. Wir probieren es einfach mal aus. Mit einem Stromgenerator. So. So nah wie es geht hier an die Straße, an den Weg. Und dann sind wir knapp durchgebrochen, aber das können wir flicken. Da wollen wir mal nicht so sein. Ist nicht so schlimm. So. Huch. Okay. Bin tatsächlich noch am Überlegen, ob wir hier einen Durchbruch machen. Ich denke aber nicht, ne? Pausenraum können wir hier draußen irgendwo hinstellen. Ja, ja, ja. Wir lassen das hier drin, so wie es ist. Wir müssen dem Ganzen nur noch einen Arbeitsbereich zuordnen. Und da würde ich fast sagen, nehmen wir doch den von den Luchsen. Denn die Techniker kommen eh von hier, die da hin müssen. Also machen wir das einmal so. Und machen nochmal einen neuen Arbeitsbereich hier für die Salamander. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Personal. Das holen wir uns gerade. Ein Zoopfleger. Ein Tierpfleger. Ein Techniker auf jeden Fall. Wir haben noch gar keine Sicherheitsbeamten. Wisst ihr das? Tierarzt. Müssen wir mal sehen, wo die nächste Praxis hinkommt. Ich glaube, da haben wir erstmal genug von, ne? Also, euch teilen wir erstmal zu. So, und du noch. Wie die Zeit vergeht. Also, jetzt brauchen wir natürlich noch Tiere. Jo, das ist jetzt nicht so prickelnd. Machen wir das mal so. Da hätten wir jetzt nochmal was Schöneres. Und da auch. Dann fangen wir mit 4 Tieren an. Oder nee, wisst ihr was? Wir machen es einfach voll. Noch ein weiteres Pärchen. Wups. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gehen direkt hier rein. Wir checken erstmal, dass es den Tieren direkt gut geht. Wir haben Layout, können wir ein bisschen was machen. Guck mal, das ist auch wieder ganz schön hier. Ja, alles rein. Der Nebler, alles rein. Wo sie sich wohlfühlen. Hä? Kameramodus, was haben wir denn hier? Ach, guck mal, das kenne ich auch noch nicht. Euch das schon mal aufgefallen? Ich sehe schon den ersten, ihr auch? Habe ich noch nie diesen Kameramodus entdeckt? Gab es den schon immer? Sagt mir das mal bitte. Jo. 2 Stück sehe ich, ne? Einen hier, einen da. Wir gehen aber gleich mal näher ran.
Insta 3. Hier sehe ich jetzt erstmal gar kein Tier. Also die scheinen sich gut zu verstecken. Sind aber auch in der Tat ziemlich klein. Wir gehen mal näher ran und gucken uns mal hier die wir entdeckt haben, an. Ja, gleich zumindest. Hier darf noch mal jemand in die Wildnis. Wo sind wir denn? Da sind wir. So. Das ist immer ein Gemurks mit diesen kleinen Tierchen hier und der Kameraposition. Ja, viel besser kriegen wir es nicht hin, oder? Sie sind aber echt schön, oder? Also wenn die eins können bei Frontiers, dann ist es hier Tiermodelle machen, ne? Mega schön, muss ich echt sagen. So, guck mal. Besser wird's nicht, ne? So schauen die kleinen Biesterchen aus. Mich würde jetzt interessieren, wo die anderen sind. Die suchen wir nochmal schnell. Also Nummer 1. Hier ist Nummer 2. Da ist Nummer 3. Hier. Hier jemand drin? Nö. Da, Nummer... Nee, das war Nummer 3. Ach, wisst ihr was? Das ist mir zu kompliziert, ganz ehrlich. Ich denke, wir bauen lieber weiter. Vielleicht noch hier noch irgendwo ein Baumstamm oder so. Gut, also Versteckmöglichkeiten haben sie, so dass ich noch nicht mal die Hälfte der Tiere finde. Alles gut, dann ist es ein schönes Vivarium. Aber wir wollten ja noch schnell nach der Temperatur gucken. Jo, das ist alles in Ordnung. Fenster lassen wir alle offen, bis auf das hier hinten. Da haben wir eh niemanden, der reinschaut. Und dann nehmen wir einfach eine 3D-Fassade. Und da kommen schon die ersten Leute. Wisst ihr, was wir schnell machen müssen? Das kennen wir doch, das Spiel. So. Zwei Spendendosen. Okay. Bildungseinrichtung, die machen wir später. Wir checken jetzt erst nochmal. Guck mal, es geht weiter hier bei den Steinböcken. Was wir mit dem Vivario machen können. Wir haben jetzt noch 7 Minuten, das ist nicht allzu viel. Wahrscheinlich werden wir heute gar nicht fertig. Aber was ich mir vorstelle, ist in der Tat, wenn wir drin im Alpenkessel Holz als Material haben und draußen hier Steinhäuser, würde ich gerne so ein bisschen einen Übergang schaffen zwischen den Materialien. Und von daher einfach mal gucken, was wir an Stein im Europa-Paket drin haben, das wir hier vielleicht nutzen können. Und da hatten wir diese Brückenteile, die sind aber irgendwie nicht so ganz das, was ich mir vorstelle. Das hier ist mir alles ein bisschen zu verschnörkelt für ein Vivarium. Und dann hätten wir noch einen groben Stein, der sieht mir aber zu mittelalterlich aus. Nee, hier werde ich nicht glücklich. Machen wir anders. Wir suchen mal generell nach Steinmaterialien. So, da haben wir die wieder. Gestrichene Ziegel. Was ist denn das jetzt? Wie sehen die denn aus? So, okay. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Hier haben wir in verschiedenen Längen. Hier haben wir auch noch so Leisten und sowas. Hier haben wir die Rasterteile.
Und das war's auch schon. Ne? Dann haben wir hier diese Blocksteine. Indisch ist aber nicht ganz das, was ich hier möchte. Dann haben wir den Kalkputz. Ginge auch. Haben wir da auch solche Leisten vielleicht? Hätten wir. Die sind mir aber noch ein bisschen zu klein oder zu dünn. Was kommt denn noch? Och nö, bitte nicht. Regips? Nee. Außerdem ist das hier so African Style. Das passt jetzt auch nicht so richtig hier hin. Ohrenbeton. Wäre jetzt auch nochmal ein Ding, was ginge. Mal wieder so kleine Leisten. Die sind mir aber auch zu klein hierfür. Aber wir hätten runde Säulen. Jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Das ist ja schon wieder Rigips. Okay. Beim Porenbeton haben wir keine runden Säulen. Wisst ihr was? Mir hat jetzt am besten, ehrlich gesagt, fast mal... Was kommt hier noch? Ach. Mehr noch mehr. Steinziegel. Nee, das ist ja hier das Mittelalterzeugs. Das ist Südamerika, damit machen wir auch nichts. Das ist mir auch zu mittelalterlich. Okay, also, wir hatten hier oben... Irgendwo hier oben... Weiter oben, noch weiter oben, irgendwo... Wie hieß es denn, wenn ich es jetzt noch wüsste, ne, dann wäre es einfacher. Ich der Kalkputz, noch weiter oben... Hier, gestrichene Ziegel. Das ist doch was. Damit würde ich mal anfangen wollen. Und wir nehmen jetzt einfach mal diese Rahmenteile hier. Und checken mal, wie die so wirken. Wenn wir die außen vorbauen, ist das ein bisschen zu sehr. Die lassen sich aber auch nur vorbauen. Ach, hier ist wahrscheinlich Stapeln. Nee, ist nicht. Ist. Was ist mit denen hier? Die gehen rein. Wir machen das doch einfach mal so. Und checken einfach mal, wie das gleich ausschaut. Ist ein bisschen blöd, dass die Rahmen hier tatsächlich nur davor gehen, weil das trägt echt ein bisschen auf, ne? Das trägt zu viel auf. Das basteln wir uns doch lieber selbst. Dann würde ich jetzt doch mal diese Leisten hier nehmen wollen. Oh nein, da liegen jetzt die Ziegel falsch rum. Ach, wie blöd. Mit den Säulen ist es das gleiche Dilemma. Na kommt, was soll's. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir probieren es aus. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. So, einfach mal dran. Bisschen hier rüber. Ja, das passt ganz gut. Dann gucken wir jetzt mal. Das könnte so ein Eckstein sein. Ist auch, aber er snappt nicht richtig. Machen wir mal so. Dann nehmen wir noch so eine Leiste. Geht ihr mal weg, ich muss hier arbeiten. Tja, so wird das nichts. Machen wir nochmal. Das Ding ist ja auch falsch rum, ne? Das kann ja gar nichts werden. Jetzt sehe ich es auch gerade. Ja, so rum ist richtig, ne?
Ist aber auch nicht viel besser. Gut, okay. Bisschen anpassen. Hier, das will auch noch nicht so ganz, wie ich möchte. Alles klar. So ist gut. Jetzt müssen wir direkt mal gucken, wie rum das Ding muss. So, jetzt drehen wir es nochmal in den grünen Kreis und dann haben wir es fast. So. Ein Stück noch runter. Und jetzt machen wir es uns einfacher. Schon alles gesehen in der kurzen Zeit. Geht ihr schon direkt wieder oder was hier? So ist okay, oder? Ja, nicht ganz. Müssen wir noch ein bisschen nachjustieren, damit es richtig passt. Das ist Planet Zoo. Nimm etwas, dreh es um 90 Grad und es müsste eigentlich passen und es passt nicht. Das ist schlimm, wenn man so ein Perfektionist ist, wie ich es manchmal bin. Aber jetzt haben wir es. Fehlt nur irgendwie hier oben rum was, oder? Wisst ihr was? Dann machen wir es uns nochmal einfach. Nehmen uns jetzt nochmal dieses Ding hier. Freuen uns, dass es gleich wieder nicht passt. So, ziehen es mal hoch. Und ist jetzt die Frage, wie rum? Machen wir es so. Oder drehen wir es um 180 Grad? Das war mal wieder der falsche Pfeil. War klar, ne? Ach, hier. Das ist unfassbar. Man kann hier nichts drehen, ohne dass es gleich ein Riesenmalheur gibt. Ist noch immer nicht ganz perfekt. Und checken, der blaue ist es. So rum gefällt mir jetzt doch besser als andersrum. So. Jetzt gucke ich auf die Uhr, sehe 34 Minuten sind um. Jo, ich habe gedacht, wir kämen weiter, ist aber nicht der Fall. Wir müssen ja noch Bildungseinrichtungen machen, wir brauchen noch ein schönes Dach. Ich würde sagen, das dauert viel länger als ich dachte. Und deswegen machen wir einfach beim nächsten Mal weiter. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Matze.